Tief Wilfried beschert uns am Donnerstag eine gefährliche Sturmlage. Dabei ist mit größeren Schäden zu rechnen. Zum Wochenende geht es wieder ruhiger zu und vorübergehend setzt sich mildere Luft durch. Die nächsten Regentiefs lassen aber nicht lange auf sich warten. Der Donnerstag beginnt in Westdeutschland stürmisch. Dort sind Böen von 80 bis 100 km pro Stunde zu erwarten. Ab den Vormittag wird es dann auch im Osten turbulent. Dort sind einzelne Böen bis Tempo 110 oder gar darüber möglich. Dazu ziehen wiederholte Regengüsse und kurze Graupelgewitter durch. Am häufigsten scheint die Sonne von Rheinland-Pfalz bis zum Schwarzwald und den Alpen. Die Höchstwerte reichen von 6 bis 11 Grad. Am Freitag ist es nur noch an den Küsten windig. Am meisten Sonne gibt es von Freiburg bis Passau. Ansonsten bleibt es bewölkt, etwas Regen fällt im Nordwesten. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 14 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein und Alpenrand. Nach einem frühlingshaft milden und teils freundlichen Samstag stehen uns nachfolgend wieder wechselhafte und kühlere Tage ins Haus.